Lang ist's her, denn ich bin in diesem Video mal nicht alleine unterwegs. Zumindest nicht die ganze Strecke. Über die Mitfahrzentrale des ADFC habe ich Corinna kennengelernt und wir wollten einmal gemeinsam eine kleine Tour angehen, um zu sehen, ob unsere Art des Reisens harmoniert und vielleicht eine größere Tour mal planen. Und so haben wir uns vorgenommen, von Hamburg nach Lübeck zu fahren. Und das alles an einem Wochenende. Im Anschluss habe ich noch 2 Tage an der Ostsee drangehängt, also 4 Tage bei bestem Frühlingswetter. Um die 10 Grad und teilweise Regen. Wunderbar! Da dieser Urlaub in erster Linie dem Kennenlernen galt, habe ich nicht ganz so viel gefilmt. Aber dennoch wollte ich euch ein kleines Video zusammenschneiden und euch mitnehmen. Aber erstmal die Anreise im Kurzdurchlauf. Kurz nach 2 nach der Berufsschule los in den Zug. Erster Zug, zweiter Zug, dritter Zug verpasst, 9 ICE buchen, ICE fahren, verspäten, statt 23 Uhr gegen 1.30 Uhr in Hamburg ankommen, ganz normaler deutscher Bahnalltag. Morgens um 9 haben wir uns an der Elbphilharmonie getroffen, um unsere Tour zu starten. Aber vorher noch ein großes Dankeschön an Matthias vom Kanal Saftrad für die komfortable Schlafmöglichkeit. Vielen, vielen Dank. Doch schon vorm Ziel haben wir uns getroffen und ich habe sogar per Zufall aufgezeichnet. Hallo, bist du auch von der Brücke? Ja, weißt du, was das irre ist? Mit dem, wie sie hochgegangen ist, es ist nicht durchgefahren und jetzt geht sie wieder runter. Na super. Nach einem kurzen Schnack am Treffpunkt ging es dann auch schon los, der Route folgend. Ja. Da hinten wird's blau. An dieser Brücke haben wir eine längere Pause eingelegt und unsere Pläne über Bord geworfen. Statt beim Schalsee zu übernachten, beschloss ich mit zu Corinna zu fahren und dort zu übernachten, sodass wir gemeinsam am nächsten Tag zur Ostsee fahren konnten. Wegen einer Erkältung fiel das gemeinsame Zelten sowieso ins Wasser und so macht es einfach mehr Sinn. Also ab nach Lübeck! Dort angekommen gab es eine warme Dusche, Pizza und ein paar Runden Uno. Am nächsten Morgen sollte es dann gemeinsam nach Travemünde an die Ostsee gehen und nach einigen Kilometern die Küste entlang sollten sich die Wege dann trennen und ich alleine entlang der Küste weiterfahren.
Und dann kam das schlechte Wetter. Es hat gepisst aus Eimern. Aber mit richtiger Regenkleidung war das Ganze eigentlich gar nicht so schlimm. Wir hatten da so Überzieher für die Schuhe, Regenjacke, Regenhose und dann konnte uns eigentlich nichts passieren. Und so kalt war es dann auch nicht mit den ganzen Lagen drüber. Von daher haben wir das Beste draus gemacht, sind weitergezogen und dann ging es zum Bäcker. Und kurz danach bei dieser Fußgängerbrücke trennten sich die Wege wieder. Corinna fuhr zurück nach Lübeck und ich wollte weiter die Ostsee entlang. Wohin genau, wusste ich noch gar nicht. Also einfach so lange, wie ich Lust und Laune hatte, einfach das Meer entlang. Ziel war heute Wildcampen und den neuen Schlafsack und Underkill testen. Bei Nachttemperaturen so um die 0 Grad. Aber ich muss schon sagen, nachdem man 2 Tage gemeinsam gefahren ist und man hatte sich viel zu erzählen, war so eine Kamera kein so gleichwertiger Ersatz. Ich hatte schon zuvor wenig gefilmt und nicht von Anfang an alleine unterwegs zu sein, ist schon nochmal eine ganz andere Nummer. So sehr ich vorher bei meinen Reisen auch gesagt habe, dass das Alleinereisen auch seine Vorzüge hat, so habe ich hier die Gesellschaft schnell vermisst und den ganzen Rest der Reise kam so gar nicht richtig diese Reiselust in mir auf. Und das kalte Wetter hilft dabei auch nicht besonders. Sehen könnt, da hinten schifft es, aber so richtig, und das zieht jetzt gerade voll zu mir her. Also ihr könnt da hinten vielleicht das Schiff sehen, das gerade im Regen versinkt. Ja, da hinten ist aber wieder schön, aber das war quasi das Wetter, was ich gerade hatte. Und wenn man sich mal umdreht, Wald mit schönen Bäumen, wäre auch Hängematten möglich. Vor der kalten Nacht in der Hängematte wollte ich mich allerdings noch einmal stärken und da kam mir dieser Italiener ganz gelegen. Allerdings war drinnen schon alles voll, aber das hielt mich nicht davon ab, einfach eine Pizza zu bestellen. Zum Abend galt es dann, einen passenden Schlafplatz zu finden. Doch gerade am Abend in dieser besonderen Abendstimmung bekomme ich immer noch mal zusätzliche Energie und könnte noch Stunden in die Nacht hineinfahren. Es wird ruhig auf den Straßen, man sieht die Sterne, hier dazu noch das Meeresrauschen. Es ist einfach so friedlich draußen. Ich liebe das einfach. Schlussendlich habe ich einen kleinen Wald gefunden, wo ich mich direkt am Waldrand niederlassen konnte. Nicht weit weg gab es auch einen kleinen Rastplatz, wo ich ein wenig meine Sachen sortieren konnte. Und kurz nach dem Aufbau kam auch schon der Regen wieder. Aber unter meinem Tarp ist es eigentlich ganz gemütlich und trocken. Und ich kann mit dem Geräusch von prasselndem Regen genüsslich einschlafen. Guten Morgen.
Die Nacht war doch relativ kühl, aber nicht durch den Schlafsack, sondern ich hatte einfach keine Mütze dabei. Der Schlafsack hat ja keine Mumienform wie ein normaler Schlafsack mit Kapuze, sondern ist einfach wie eine Decke aufgebaut. Dadurch wurde es dann etwas kühl am Kopf in der Nacht. Aber der Regen konnte mir nichts anhaben. Somit wieder mal was draus gelernt und ich würde sagen, bis um die minus 5 Grad kann ich mit dem Setup gut schlafen. Was ich da genau nutze, da kommt demnächst ein extra Video zu. So, das war mein Schlafplatz. Hier hing die Hängematte. Hier habe ich wunderschöne Blumen. Da musste ich mich erstmal durch, dass ich da nichts kaputt mache. Und da hinten ist so eine Bank. Aber die brauchte ich jetzt gar nicht. Wie war mein dritter Tag? Wie gesagt, kam diese Reiselust nicht so richtig in mir auf und ich bin einfach meine Strecke abgeradelt. Auf Wildcampen ein zweites Mal hatte ich irgendwie keine Lust, weil es eben ohne Mütze doch sehr, sehr kühl war und ich immer wieder aufgewacht bin in der Nacht. Also entschloss ich mich für ein Airbnb auf der Strecke und somit war mein Ziel bei Hohenfelde gesetzt. Etwa die Hälfte der Strecke bis nach Kiel. In meiner Unterkunft angekommen, konnte ich nach einer netten Unterhaltung mit der Gastgeberin mich noch duschen, meine Akkus laden und bin dann auch ziemlich zeitig eingeschlafen. Die Kälte macht einem doch ganz schön zu schaffen, so den Tag über. So, habe jetzt meine Sachen gepackt, das ist jetzt 10:30 und geht los. Bisschen länger geschlafen als geplant, aber naja, Wetter spielt mit. Ich habe wohl sogar ein bisschen Rückenwind. Naja, und jetzt geht es erstmal nach Kiel und mal gucken, wie weit ich heute komme. Also ich merke jetzt schon noch meine Beine von den Tagen vorher. Mal sehen, aber wird schon. Los geht's. So, jetzt melde ich mich auch noch mal zu Wort. Ich bin jetzt ungefähr 15 Kilometer vor Kiel und mein Ziel war es ja eigentlich, bis nach Flensburg zu fahren. Genau, Flensburg habe ich mir jetzt mal angeschaut. Da ist irgendwie Schienenersatzverkehr alles und nicht so ideal, sagen wir es mal so. Ja, ich habe mich jetzt dafür entschieden, bis nach Kiel zu fahren. Morgen wird es auch wieder kühler, als es heute ist. Heute konnte die Sonne das ein bisschen kompensieren, die Temperatur. Aber jetzt nicht so, als dass es die ganze Zeit angenehm gewesen wäre. Ja, und ich will dann doch vom Urlaub daheim auch noch ein bisschen was haben. Von daher habe ich mich jetzt entschieden, morgen wieder mit dem IC nach Hause zu fahren. Und ich weiß jetzt gar nicht, wie viel ich jetzt hier irgendwie gefilmt habe, ob das für ein Video reicht. Wenn ihr diesen Ausschnitt seht, habe ich ein Video draus gemacht. Wenn nicht, dann nicht. Ja, war mehr ein Urlaub für mich selbst. Ein bisschen gucken, zu zweit zu fahren mit Corinna, das hat richtig viel Spaß gemacht. Wird, glaube ich, nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir zusammen Rad gefahren sind. Und ich kann mir da vorstellen, dass man da auch mal irgendwie eine Reise angehen könnte. Und ich bin ein bisschen auf den Geschmack gekommen, dass man nicht immer alleine fährt. Das hat schon was. Aber wenn man filmen will, ist irgendwie alleine einfacher, sagen wir es mal so. Genau, von daher, ich fahre jetzt meine letzten 15 Kilometer,
hab mir da ein Hotel rausgesucht, was ich mal ansteuere und mal gucke, ob die irgendwie was haben. Genau, von daher kriegt ihr jetzt noch ein paar Ausschnitte. Nicht sagen, dass ich Glück hatte, aber ich wollte ein Zimmer mit Hafenblick und dann meinte sie, ach ja, dann gehen wir doch gleich ins oberste Stockwerk. Ja, und jetzt habe ich dieses Zimmer gekriegt. Ja, ich glaube, das ist ein sehr geiles Zimmer. Ich drehe mal die Kamera und dann seht ihr mal mehr. So, ich durfte mein Fahrrad mit aufs Zimmer nehmen. Habe ich hier geparkt. Hier habe ich einen schönen Schrank mit allem, was dazugehört. Dies ist meine Wenigkeit. Und genau, dann haben wir hier eine Dusche. Mit allem, was dazugehört. Ja. Hier ein Waschbecken. Mit allem. Toilette. Separat. Auch cool. Und halt einfach das Bett. Mit mal schön Tapete. Und haltet euch fest. Einem Fernseher hier noch mit dran, mit Soundanlage. Ultra geil. Und wir haben natürlich die Aussicht. Und die finde ich schon geil. Und es gibt auch Handtücher. Von daher könnte ich auch noch zum Wellness-Ding gehen, was die auch haben. Und da kann man aufs Wasser gucken. Und da ist der Hafen da hinten. Und nicht weit weg vom Bahnhof. Also, ich finde es ganz geil. Abends bin ich noch schön etwas essen gegangen und bin ein wenig durch die Innenstadt von Kiel spaziert. Doch früh morgens um 6.30 Uhr ging es schon zum Frühstück, um 7.15 Uhr bereits im ICE sitzen zu können. Es war eine sehr schöne Tour und richtig viel wert, dass man mal nicht alleine unterwegs gewesen ist. Und ich kann euch schon spoilern, der Sommerurlaub 2024 im August wird wieder nicht alleine geplant. Und ein kleiner Aufruf in eigener Sache. Über 85% sind hier auf meinem Kanal noch keine Abonnenten. Warum? Wenn ihr die kommende große Sommerradreise nicht verpassen wollt, dann lasst doch einfach ein Abo da. Kostet nichts und bringt Freude. Und in dem Sinne, danke und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao, ciao.